Das Thema ist mit Wobblern auf Waller. Dann möchte ich ein bisschen darüber erzählen. Josef kommt aus Polen, aus der Krakauer Ecke und baut seit 20 Jahren Wobbler. Seit 7 Jahren Wobbler auf Waller. Zu Beginn seiner Wobbler-Herstellungszeit hat er geteilte Wobbler zum Angeln auf Ruchen gebaut. So, wir können nicht weiter. Einen schönen Kuchen. cm Wobbler war sein Beginn. Wurden mit einer holographischen Folie beklebt. Die waren damals aus Holz gefertigt. Später hat er begonnen am Seen zu fischen und dann hat er typisch Hechtwobbler gebaut. Vor 8 Jahren hat er angefangen, den Wels nachzujagen und seit da an baut er nur noch Wobbler auf Wels. Zeigt er, wie die Wels-Wobbler aufgebaut sind. Aus einem 1,6 mm Edelstahldraht. Die Schaufel ist aus Polycarbonat, 4 mm. Die sind nicht zu brechen. Und der Korpus. Die ersten Wels-Wobbler, den Korpus, hat er aus Holz gebaut und nach ein paar Fischen hat er aber festgestellt, dass die anfangen Wasser zu nehmen und dadurch nicht mehr ihre Arbeit machen und hat dann quasi aus Kunstharz angefangen, die Wobbler zu bauen. An seinem Stand, der in der Nähe ist, hat er einen Wobbler zu liegen, der schon über 100 Fische gezogen hat und hat einfach nur ein paar Kratzer drauf, also ist quasi unbeschädigt, sind unzerstörbar. Also er hat quasi durchgehend alle Farben erhältlich auf Lager, die man sich wünscht, also hier auf jeden Fall aus der Palette. Und er baut auch welche auf Bestellung von, wie man hier sieht, Fußballmannschaften oder ja, so eine Bestellung dauert 2 bis 3 Wochen und dann habt ihr euren Wobbler. Hier hat er zum Beispiel für Teamfreunde, also von Black Cat, welche hergestellt. Ja, ich habe auch einen von. Für Zeck hat er schon welche gemacht. Er baut die Wobbler natürlich in verschiedenen Größen. Der kleinste ist 10 cm.
und kann sogar einen halben Meter unter der Wasseroberfläche gehen. Die auf dem Foto haben 15 cm und die gehen sogar bis 15 Meter Wassertiefe. Und alle Robbler sind schwimmend. Drinnen haben sie eine Rassel. Und die Haie gehen. Der Hai hat zum Beispiel 20 cm und geht bis 15 Meter runter. Den nutzt er zum Beispiel an der Petit Drone, da wo er auch überwiegend fischt. In der Regel fischen sie nicht so tief, aber er hat es halt auch mal mit dem Großen probiert und da hat er einen 2,55 Meter rausgeholt mit dem Wobbler. Aus einer wirklich großen Tiefe. Hier testet er seine Ringe für die Wobbler. Die ersten Ringe, die er genutzt hatte, waren Kamatsu bis 50 Kilo und als er halt einen Fisch verloren hat durch einen aufgebogenen Ring, hat er sich damit intensiver befasst und die auf Härte getestet und hat jetzt quasi ja, Ringe, die nicht aufzubiegen sind, genauso wie Haken. Er hatte auch bei den Drillingen auf Owner SD66 gesetzt, die ja eigentlich sehr bekannt sind und stark sind, da leider zwei Fische durch diese Drillinge verloren, die sind ihm quasi aufgebogen. Und seitdem verarbeitet er nur noch VMC 6x Strong Drillinge. 2 Jahre läuft er schon damit und hat noch keine Verluste gehabt. Hier sind jetzt 64 Kilo dran und ihr seht es selber, der Wobbler hält aus, der Draht genauso wie der Ring. Das sind die Fische aus Frankreich, die er jetzt zeigt, die er alle beim Schleppen mit den Wobblern gefangen hat, mit seiner Frau. Ja, in seiner Wobblerzeit und in Frankreich, wo er halt schon seit mehreren Jahren unterwegs ist, haben sie Fische bis über 100 Kilo und über 2,5 Meter gefangen. Seine Frau ist seine Teampartnerin und ist auch immer mit auf dem Schlauchboot und hat auch eine eigene Route dabei und fischen halt gemeinsam. Seine Filme von seinen Angeltrips kann man auf YouTube sehen. Wenn man seinen Nachnamen Poyedin jetzt eingibt, findet man genug Videomaterial. Er ist der einzige Pole, der einen Wels von 2,63 Meter gefangen hat. Jemals und überall. Ja, und das sind alles Wobblerfische. Es sind wirklich alles Fische, die beim Schleppen mit Wobblern gefangen wurden. Wo er begonnen hat, in Polen mit den Wobblern zu fischen, haben sie im Jahr
Hunderte von Welsen gefangen. Also wirklich nicht 100, sondern Hunderte von Welsen. Manchmal hat er halt 10, 15 Welse am Tag gefangen. Ja, an der Weichsel in Polen. Und seitdem er das halt so ein bisschen veröffentlicht hat, mit Fotos und Videos und so weiter, wurde sehr beliebt und bekannt, das Wobblerangeln auf Waller. Und mittlerweile fischen die Welsangler seine Wobbler aus ganz Europa. Bekannte Welsangler bestellen bei ihm die Wobbler. Titron, überall nutzen die Leute seine Wobbler. Er hatte noch keine Reklamation. 2,55, 2,57. Also in seiner Welsangelei hat er jetzt bislang 5 Welse von über 2,50 Meter gefangen und 2 über 2,60. Zusammen mit seiner Frau organisiert er auch Guiding-Touren an der Petit Rhône, wo die Leute auch mit seinen Wobblern fischen und auch sehr erfolgreich waren. Petit Rhône angeln sie jetzt 4 Jahre zusammen und es gab kein Jahr, wo sie nicht mindestens einen Fisch über 2,5 Meter hatten. Zu der Angelei mit seinen Wobblern hat er auch im Angebot Ruten, die sich bestens dafür eignet, aus Handarbeit. Es baut ein Rutenbauer in Polen, kann man auf Bestellung, wie gesagt, erwerben. Er hat auch an seinem Stand eine zu stehen, kann man mal anfassen, mal ein bisschen testen und ja, begutachten. Die Routen sind extra für so ein Gewässer ausgelegt, wo wirklich auch viel Geäst und Gestrüpp und Bäume unter Wasser liegen. Das bedeutet, es ist sehr gut möglich, so einen Fisch innerhalb von 10 Minuten ranzudrillen mit den Routen. Also seine Wobbler und wie gesagt, die Route findet ihr am Stand, könnt ihr mal begutachten. Ich komme auch nochmal rum, falls jemand Fragen hat wegen Dolmetschen oder so. Ansonsten, wie gesagt, er organisiert so eine Guiding-Touren. Wenn jemand mal Interesse hat, gerne anschreiben. Er hat auch Visitenkarten zu liegen in englischer Sprache, in Deutsch, in Polnisch. Das übersetzt er sich dann und da kann man mit ihnen in Kontakt treten. Und vielleicht kennen hier einige Christophe Klikpesch, den Franzosen. Der hat dort, ich glaube, die einzige Welsstation an der Petit Rhône, wo er dann quasi auch ist, wie gesagt. Und von dort aus gehen dann die Touren los. Okay, das war's, was zu den Wobblern gesagt werden sollte. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann kommt einfach rum.